Ja, hallo da draußen im YouTube-Land. Heute soll es um die Atelier-HiFi-Serie der Firma Braun gehen. Diese wurde von 1980 bis 1990 gebaut und das war auch der Sargnagel beim Thema HiFi bei der Firma Braun. Dieter Grams und andere Designer der Firma gingen nach der Devise Form follows Function, also weniger ist mehr. Und das sieht man den Geräten an. Sie wurden zu wahren Design-Ikonen. 1921 gründete Max Braun die Firma Braun GmbH in Kronburg im Taunus. Die Firma hatte einen guten Ruf und baute in der Nazi-Zeit Radios. In den 50ern entwickelten sie den Trockenrasierer S50 und nach dem Tod von Max 1951 übernahmen seine Söhne Arthur und Erwin die Geschäfte. Die Firma richtete sich mehrfach neu aus und zusammen mit der Hochschule für Gestaltung und einem großen Team von kreativen Designern wurde auch das Thema Design immer größer geschrieben. Emsig wurde produziert, Emsig wurde verkauft, man legte Wert auf gute Qualität und edles, praktisches und formvollendetes Design, so wie bei dieser Küchenmaschine. Da hat die Gurke keine Chance. Weitere praktische Haushaltsgeräte kamen über die Zeit dazu, Haarföhn, Uhren, sowas gibt es ja zum Teil heute noch zu kaufen. Wenn man auf die Homepage von Braun schaut, sieht man, es gibt immer noch gute Rasierer, Uhren, Küchenmaschinen, Zahnbürsten. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, denn heute geht es um die Braun Atelier-Serie. Ich habe 4 Elemente, den Verstärker A1, den CD-Player C5, den Tuner T1 und den Kassettenspieler C2 und diesen Standfuß. Damit fangen wir mal an. Den gab es für 350 Mark damals zu kaufen und der ist super praktisch, denn alle Stecker lassen sich hinten drin verstecken. Jedes Element ist 44,5 cm breit und 7 cm hoch. Und hier bei dem A1 sieht man sehr gut, nur die notwendigsten Anzeigeelemente und Bedienelemente sind zu sehen. Wie ihr hier seht, ist dort der Input und der Output geregelt. Dann haben wir die Leuchtdiodenkette und hinter einer Klappe sind weitere Bedienelemente versteckt. Der A1 hat eine Musikleistung von 80 Watt bei 8 Ohm und eine Ausgangsleistung von 60 Watt bei 8 Ohm. Neben verschiedenen Klangstellern gibt es einen 30 Hertz Subsonic Filter und einen 7,5 Hertz Rauschfilter. Die sind jeweils einzeln schaltbar. Ja, bei dem ganzen Kabelgewirr kann man das gar nicht so richtig sehen, aber hinten sind die Eingänge von Phono, zweimal Tape, Tuner, Pre-In und Pre-Out, also ein Vorverstärker. All das lässt sich hinten anstecken. Zwei Paar Boxen könnte ich hinten anschließen, habe ich aber nicht, habe halt nur ein Paar. Das reicht aber. Und nach der Gramschen Ethik, weniger ist mehr, kann man hinten die jeweiligen Ein- und Ausgänge mit diesen Klappen versehen und dann sieht man von diesem Kabelgewirr nichts mehr. Okay, wir kommen zum CD-Player. Ich habe den CD5, die Werte seht ihr hier. Er hat kanalgetrennte 18-Bit Digital-Analog-Wandler eingebaut und macht einen guten Sound. Ja, der Preis war damals ganz schön happig. Aber das lässt sich ganz gut erklären, denn die Ausstattungsfeatures dieses CD-Players sind auch ziemlich gut. Sogar für heutige Verhältnisse. Getreu der Design-Devise sind auch hier die wichtigen Tasten sofort zu erreichen und die weniger wichtigen hinter einer Klappe versteckt. Kleiner Blick auf die Rückseite. Hier haben wir die Outputs mit Kinch. Wir haben einen digitalen Audio-Out, auch mit Kinch. Prima, wenn man digital aufnehmen will. Dann noch so einen anderen komischen Anschluss, auch Digital-Out. Und den Master-Remote-Ausgang. Der war wichtig, wenn man den CD-Player an die Kontrolleinheit anschließen wollte. Und die konnte man dann wiederum mit der Fernbedienung steuern. Unter der Klappe haben die Braun-Designer die Bedienelemente versteckt für Programmierung von Tracks und Reihenfolgen, für die Anzeige zum Umschalten. All solche praktischen Knöpfchen sind unter der Klappe versteckt.
Zeit für meine dritte Einheit, den T1, den Tuner von Braun. Auch mit digitaler Anzeige, auch ein ziemlich feines Gerät. Wiederum unter einer Klappe versteckt finden sich hier die neuen Speicherplätze für die UKW-Sender mit Platz zum Beschriften. Verstellen tut man die mit diesem kleinen Pinokelstift. Den würde man oben in die kleinen Löchlein stecken und dann quasi für jeden Sender einen eigenen Sendeplatz suchen. Da kann man umschalten und der Sender bleibt dann fest an der Position. Auch händisch kann man sich die Sender suchen. Dafür hilft dann beim Einstellen diese Sendereinstellung mit den Leuchtdioden und auch die Sendestärkenanzeige in der Mitte. Feintuning quasi. Auf Mittelwelle und auf lange Welle finde ich nichts. Klar, erstmal gibt es gar nicht mehr so viele Stationen und ich habe auch hinten gar nichts angeschlossen. Da sieht man mal, wo man die Antenne anschließen müsste. Dort sind die kleinen Drehrädchen vorbereitet und das wäre dann da möglich. Dort ist dann der Ausgang. Ja, den habe ich mal abgezogen für euch, damit ihr das besser seht. Ja, und nun zu meiner letzten Braun-Einheit, das Kassettendeck C2. Die Besonderheit dieses Decks ist dieser Kassettenschlitten, der motorbetrieben ein- und ausfährt. Und dann ist er auch noch beleuchtet. Also schon ziemlich schick. Stecke ich die Kassette rein, habe ich die Wahl zwischen 4 Bandsorten, Dolby B und C. Ich kann vorn über Regler die jeweiligen Eingangslautstärken, Mikro oder Kinch regeln. Wie ihr hier hinten seht, hat er 2 Ausgänge für links und rechts und 2 Eingänge für links und rechts. Der C2 verfügt über eine Digitalanzeige für die Bandspulposition und die jeweilige Bedienung lässt sich auch vorn am Schlitten regeln. Stopp, Forward, Backwards, Rekord, Pause und entsprechend der Zähler. Nun suche ich mal aus meinem Repertoire von Quartettplatten, vielen Dank an den Spender Stan, eine passende Quartett-Single heraus, um mal die Plattenfähigkeiten des Verstärkers zu testen. Ich habe ja leider keinen braunen Plattenspieler direkt, aber macht ja nichts. Man kann ja mal mit einer Platte testen, wie das funktioniert. Ja, der Technix hat sich ganz gut in das System eingeschlichen. Ja, hier nochmal für euch im Überblick die Anlage mit ihren 4 braunen Elementen in ihrer kompletten Herrlichkeit. Zu kaufen gibt es die Elemente heute immer noch. Schaut doch mal bei eBay Kleinanzeigen oder eBay vorbei. Ich habe den Eindruck, die sind in den letzten Jahren teurer geworden. Also, da solltet ihr euch mal beeilen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und Abo. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.